total kritisch. Das macht überhaupt keinen Spaß. Cockpit wird völlig überbewertet. Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir denn jetzt? So. Der Motor ist auch ein wenig locker. Ja, ja, da, richtig. Das geht doch noch. Ja, ja, ja. Ja. Nur gut. Ui. Mal was er noch. Der hängt noch dran. Passt. Ja, ja. Gib mal Gas. Und jetzt? Ja. Muss ich jetzt eine Düse an meinem Flieger hinbauen? Das musst, Ich habe da Ersatztriebwerk für dich. Es muss dem los hinkleben. Geht er nochmal oder soll ich abrüsten? Ja, ich glaube abrüsten. Ja, dann binde ich das jetzt an meinen Lidl-Flieger hin. Wenn du mich nicht mehr hochbringen willst, dann brauche ich selber einen Motor. Ja, ja. Läuft. Ja, Schwerpunkt dann mal schauen. Traumhaft, oder? Mhm. So, passt schon. Das stricken wir jetzt mal auf die Schnelle mit Klebeband hin. Und schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem 400er. Mit der 400er Düse hier. Ich bringe mal meinen Hund wieder. Snoopy! Snoopy. Hier passiert gerade nichts. Ist ja langweilig. Gut. Muss so eine Düse gerade auf dem Flieger sitzen? Nein, schief und krumm, dann passt alles. Ach ja, schief fliegt gerade. Wir waren gestern mit den Simpsons unterwegs und dann sei Moped, wenn du durchgefluchtet hast, standen die Räder auch so schräg. Wie bei einer Vespa? Ja. Wie bei einer Original-Vespa? Ja, wie gesagt, das ist gut, das Ding wird immer gerade ausfahren. Brauchst du dir keine Gedanken machen. Machen wir mit den Flugzeugen genauso. Schief fliegt. Gerade. So, ist doch schon fertig. Ist das richtig rum drauf, die? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber gut, sag mal, Gebrüder Freit sind eigentlich auch rückwärts geflogen, wer muss man genau nehmen. Ja, die haben jetzt gleich mit dem Entenflieger angefangen hier, mit dem Kanat. Ach, das muss schon funktionieren. Andere drucken dann nächtelang irgendwelche Sachen aus 3D aus, mit dem 3D-Drucker. Bisschen Flybreier, Aerotape und das Ding hält. Schaut, Leute, wichtig ist nur, dass der Flieger nicht abfällt, dann ist alles gut. Jetzt nimmst du mal ein richtiges Flugzeug und hältst es mal an die Triebwerke. Hält nie. Wird's wegreißen. Also. Kurzen Triebwerkstest, ob du was spürst. Ah ja. Die Haare wackeln. Ja. Aber recht viel Druck ist nicht drauf. Nee, den Hut hat es nicht weggehauen. Ist es übertrieben zu gucken, wo der Wind wirklich herkommt? Ja, ich kann genau auf den Graben schmeißen. Oje, oje, oje. Das wird niemals klappen. Nach oben. Genau fliegt denn der? Sehr komisch. Du bist ja bruchfest, oder? Ja, ja. Ich flieg drin und durch. Ich hoffe, dass ich scharf, wenn der dicker ist. Jumm. Hey, halb da. Erstaunlich. So, ich flieg noch einmal Vollgas jetzt.
Spinne. Ah, hast du ihn aufgehabt? Ich hab schon wieder. Ja. Neutral ist er nicht, ich muss dir den Kiefer geben. Ich muss ein wenig näher bei dir vorbeifliegen, dass du besser siehst, oder? Ja, ja. Ich stell mich gleich zu dir. Hausregel, immer in deinen Piloten stellen. Du siehst das geplatzt. Ja, mal ein wenig höher und dann mal Looping probieren, was da passiert. Vollgas und... Ah. Ach, wenn das Display wenig sauberer wäre, dann wäre das so schön hier. Nein, das sind Nitrometan. Ja, ich weiß. Wenn man das erkennen würde, wäre schön. Wir haben da über die Jahre immer schön mit Nitromethan und Methanol diesen die Spiegelung, die Beschichtung. Ja. Oh, da steht mein Auto. Mach mal die Tür weiter auf. Ja, erstaunlich gut, aber wie schon gesagt, ja. Wie lange hält es von Akku überhaupt? Ja, bis er alle ist. Wie lange dauert es, bis der Regler durchdreht? Das sieht man. Eigentlich sind die Düsen ja für meinen Hotel. Ich hab schon. Ja. Ja, das ist. Hinten links, die müsst ihr mal wieder. Ich schau nochmal die Anhängerkupplung. Ja. Jetzt bin ich bei umgehauen. Okay. Werden wir das Gleichgewicht wieder finden? Also mit Klebeband geht es auch. Ah, ja. Jetzt ist da Angst vor einem Meter dazwischen war. Vorhin habe ich in einem Knie gedrückt, da war alles in Ordnung. Ja, wenn du da weg Zoom hast, dann sieht das manchmal so groß aus. Ja, wie schaut es denn mit dem Rückenflug aus? Oh, nee. Nee. Doch nicht. Nicht so richtig. Oh, irgendwas blinkt hier in dem Apparat. Ja.
Alpen. Mhm. Macht echt Spaß. Ich glaube, Mr. Trust von Hobby-Ding, King, keine Ahnung. Mhm. Hobby-King. Warte mal, was ist denn hier los? Also, der Akku streikt bald, oder? Ja, aber nimm noch auf. Der nimmt so lange auf, bis das Display ausgeht. Genau. 6 Minuten 42 oder was er aufgenommen hat. So, jetzt wieder. Jetzt sind wir so, mal checken, ob das. Ich lande mal hier. Gut, gut, fliegt. Langweilig. Kriegst du. Schau mal, wie schief jetzt die sich gerichtet hat. Oh, Akku leer. So, ich mach die Kamera jetzt wieder an. Das Lästern über den Nobel-Modellflieger bitte mal wieder einstellen hier. Zurück in die Lidl-Welt.